Ich stelle fest, ich bereue bitterlich nicht Waffenmeister genommen zu sein, zu haben. Oder Jedi-Hüter, weil. Warum sind denn jetzt hier überall Gegner? Warum ist die ganze Karte unerkundet eigentlich? Ach, das ist bestimmt eine eigene Map, oder? Rein technisch gesehen. Ich habe noch mehr davon im Angebot. Das ist geil, wie der eine Gun, den ich nicht beschieße, hier durchrennen möchte. Obwohl die beiden Nahkämpfer. Achso, der kann gar keinen. Ah! Erklären wir die Sache. Wie gefällt euch das? Oh! Das wird euch eine Lehre sein. Warum habe ich eigentlich so ein. Warum macht. Holla, Arton eigentlich überhaupt keinen Schaden? Ich sehe übrigens Arton gerade irgendwie so ein bisschen. Der kommt mir vor wie so ein Robin. Also bei Batman und Dingsbums hier. Umwaffenspezielle Machtempfänglichkeit. Ah ne, er hat gar nicht so viele Punkte. Moment, wir müssen hier vorsichtig sein. Wir leveln. Bewusstsein und Sprengstoff und. Das? Okay. So, Kräfte, warte. Wir müssen ihn auf jeden Fall mit ihm jetzt heilen leveln. Auch wenn er sonst nicht so viel hat in den Machtpunkten, aber heilen ist halt das Talent, was mir hier die Medipacks spart. Das müssen wir da machen. Hacker 50? Oh ja, Hacker 50. Oh, warte mal, hat jetzt. Moment. Bardo Dur hat jetzt die legendäre Vipo-Klinge mit 2 Millionen Schaden, die ich zwischendurch gebaut habe. Und die hat 5, 14 plus 18 und die andere hat. Und die ist noch besser? Ach nee, sie hat. Sie, die Dienerin hat das Vipro-Schwert, was ich zwischendurch. Bin hier. Hat das Vipro-Schwert, was ich zwischendurch gebaut habe, was alles kann. Reden die von mir? Ja. Gehen wir. Das wird euch eine Lehre sein. Systeme werden abgeschaltet, Meister. Systeme werden abgeschaltet, Meister. Ich bin hier. Lass. Ja, Hauptsache, ich mache da mal 27 Schaden pro Schlag. Also der Nahkampfschaden ist schon nicht von schlechten Eltern, die hier meine Leute haben, ne? Das ist halt ein bisschen lächerlich, wie wenig Damage eigentlich Arton drückt, ne? Achso, siehst du, du kommst gar nicht an die Meistern. Sie haben also die Karte kopiert vom normalen Spiel, aber das. Da hinten T-posen die anderen Typen, das ist ja schön. So, wir wollen aber eigentlich zu den Dogs, oder? Das heißt, wir können. Ich kann die anderen Typen nicht liegen lassen. Die haben XP bei. Wir müssen die leider töten. Vor allem, die drücken mir den Rücken zu. Klären wir die Sache. Ich habe noch mehr davon im Angebot. Piu. Ich habe noch mehr davon im Angebot. Klären wir die Sache. Ein bisschen schade. Ich hätte auf jeden Fall Visas mitnehmen sollen. Ich erledige das. Weil Arton ist halt ein saumäßig miserabler Jedi und hat halt vor allem keine von den offensiven Zauberskills. Gehen wir. Sag einfach Bescheid. Selbst Krea wäre besser gewesen, glaube ich. Oh. Ein Lorianisches Schild? Man droppt die Taschen. Systemüberbrücker, was ist hier noch? Arkanisches Energieschild. Weil Artons Heilfähigkeiten sind irgendwie, ich sag mal, unterentwickelt. So, komm, wir werfen jetzt hier mal eiskalte Plasmagranate in die Menge. Hui. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Hm. Ja! Ich erledige das. Also Artons große Stärke ist halt, dass er nicht sterben kann, ne? Sind doch mehr HKs. Wie gefällt euch das? Ja. Ist das? Eine. Vor allem Arton! Arton spiegelt hier 100.000 Schuss! Die halten ja gar nichts aus. Also entweder. Sis Kampfanzug. Oh, das wäre doch was für Arton, oder nicht? Im Kampf kannst du keine Rüstung wechseln. Warum das denn nicht? Wir sind doch gar nicht mehr im Kampf. Wir sind doch alle tot. Die Nahkämpfer machen schon lächerlich. Also entweder waren diese komischen Obese-Krieger tatsächlich ziemlich stark, oder aber Mira macht einfach keinen Damage, weil die Typen hier explodieren ja komplett einfach weg, ne? Druiden Agrinium-Panzer? Docks von Arsch war da. Jetzt sind wir wieder mit. Jetzt sind wir hier unten, oder was? Da seid ihr endlich. Deutlich früher und doch viel später, als ich gehofft hatte. Ihr wolltet mich doch sehen. Also, was wollt ihr von mir? Ich bin hier, um euch zu töten. Hör auf, auch meine Zeit zu schwinden. Ihr wolltet mich doch sehen. Also, was wollt ihr von mir? Ja, genau, wir fangen einfach mit der Verhandlung an, als wäre nichts gewesen. Gut, Schluss mit den Tätigkeiten. Ihr seid immer noch ein Mensch. Ihr seid mit der Organisation, für die ich arbeite, möglicherweise nicht vertraut. Ebenso wenig mit meinen Aufgaben. Ich leite den Flüchtlingssektor. Ich entscheide, was hier passiert. Ich steuere die Ströme und Abläufe in diesem Sektor. Ihr habt die Exchange hier auf Marshall erhebliche Schwierigkeiten beschweren. Ich wüsste gerne, warum. Aber ich mit euch reden wollte.
Ich muss irgendwie eure Aufmerksamkeit erregen. Ich suche nach Informationen. Warum sagt ihr mir nicht von mir? Weiter für den Tod nicht. Ich muss doch eure Aufmerksamkeit erregen. Genau, das da. Oh, ja, das ist geraumer Zeit. Eigentlich seit dem Moment, als wir auf euch aufmerksam wurden. Ich muss zugeben, nachdem ihr auf Nahschader angekommen wart, wurde es schwer, euch im Auge zu behalten. Aber dafür gibt es ja Kopfgeldjäger schließlich. Aber komisch, wir machen schon eine ganze Weile Druck. Aber erst jetzt zeigt ihr euch. Ich bin eben erst auf Nahschader angekommen, konnte diesen Leuten nicht eher helfen. Ich habe mir das nicht auf Nahschader nicht bewusst, sonst wäre ich schon früher gekommen. Ich suche noch Informationen. Aber er sagt doch, er hat mich schon die ganze Weile in Beobachtung, aber das bin ja eben gerade angekommen. Ich war mir der Situation hier auf Nahschader nicht bewusst, dass wir nicht früher gekommen. Aber die Jedi reagieren angesichts der Gefahr immer langsam. Heute noch mehr als früher. Ihr seid keine Ausnahme. Allerdings, wenn außer euch niemand angekommen ist, könnte an den Gerüchten, dass ihr auf Nahschader ein Jedi herumtreibt, was dran sein. Zu meinem Glück brauche ich nur den einen. Warum sagt ihr mir nicht, warum ihr den alten Leuten und Flüchtlingen das Leben so schwer macht? Wir haben aus einem einfachen Grund Druck auf den Flüchtlingssensor ausgeübt. Sobald die scheinbar unschuldig in Gefahr sind, sind die Jedi da und lassen die Lichtschwert zerblitzen. Aber komisch, wir machen schon eine ganze Weile Druck. Aber jetzt zeigt ihr euch. Ah ja, okay, so. Ich suche nach Informationen. Ah, natürlich, Informationen stehen hoch im Kurs hier auf Nahschader, Jedi. Ich mache euch ein Angebot. Nachdem ihr euch mit mir trefft, habt ihr bewiesen, dass ihr nichts habt, was ich brauche. Was? Ich habe noch nicht einen Grund, eure Aufmerksamkeit zu erregen? Was? Die mich wieder trefft, dass ihr nichts habt, das ich brauche? Sag mir, warum das Kopfgeld ausgesetzt hat. Ihr seid also der Verband, der aus der Core Ward Datenbank erwähnt wird. Letztendlich war es doch eine gute Entscheidung, den Flüchtigsensor auszuquetschen. Aber komisch. Ja, okay. Tja, ich bin eben das angekommen. Ah, okay, da. Oh, ihr verwechselt mich. Nicht ich habe das Kopfgeld auf euch ausgesetzt. Ich bin nur ein kleines Licht. Mein Chef, Goto, war es, der diese gigantische Summe auf euren Kopf ausgesetzt hat. Mein so gut wie toter Boss, Goto, hat diese horrende Summe auf euren Kopf ausgesetzt. Der Preis für euren Kopf ist so hoch, dass ihr einen Kopfgeldjäger einen ganzen Planeten davon kaufen könnt, wenn ihr euch erwischt. Ihr müsst Goto ziemlich verärgert haben, dass er so entschlossen jagt. Das seid ihr der perfekte Köder. Deshalb bringe ich euch schon bald zu Goto und töte ihn dann. Aha. Fallen wir darauf jetzt ernsthaft rein? Das Gas ist nicht... Ich befehle es euch, greift die Jedi an! Es kommt bestimmt meine Truppe hier rein, aber ich brauche sie eigentlich gar nicht, oder? Hä? Ihr alle, greift den! Ihr alle, ihr habt nie wirklich für mich gearbeitet! Wenn der Jedi auf Nashor da ist, werden ihn meine Augen überwachen. Goto, ich wollte... Bitte nehmt die Jedi, ich gebe euch den Menschen als Geschenk, gratis, wie auch mein Leben. Schluss. Wir das, Es wurde genug getötet, hört auf. Ja, zu töten, nur zu, töten ihn, aber ganz langsam. Es ist an mir und nicht an euch, ihn zu töten. Es wurde genug getötet, hört auf. Oh, Na gut, dann wohl nicht. Was für ein amüsanter Jedi ihr doch seid. Oh, jetzt auf einmal bin ich doch in eine Falle gelaufen. Wie langweilig. Echt jetzt? Das kriegt mich jetzt? Endlich kommt jemand. Jetzt muss ich ja wenigstens nicht ausbrechen. Wo ist die Begleitung? Und ihr? Ich bin Mira. Ich beobachte dich schon eine ganze Weile. Wie du auf diesem Mond rumstolperst und Ärger machst. Jetzt ist Goto auf dich aufmerksam geworden. Und glaub mir, er ist der Letzte, den du auf den Fersen haben willst. Hätte ich diesen Dialog meinen Hauptheld führen müssen? Ich habe mir das Gefühl, dass ich mit meinem Hauptheld nicht direkt in die zentrale Kammer laufen sollte, sondern hätte abbiegen können, oder? Habe ich sowas halt schon mal? Wie hat Whisky so gemacht? Die haben mich erledigt wie eine Amateurin. Ich war noch nie im Yek-Yek-Tar, aber nochmal kriegen die mich nicht. Okay, Whiskys hast du erledigt, aber Goto kriegst du nicht so leicht. Außerdem hat er deinen Freund. Wir müssen Shaura Kora finden und ihn retten, sagt der schweigsame Typ. Darum kümmern wir uns, wenn wir hier raus und in Sicherheit sind. Komm schon, ich kenne einen Ort, an dem sie uns nicht finden. Helle Seitepunkte erhalten. Wo kommt sie denn jetzt noch her? Schön, dass ihr nochmal stirbt. Die leben ja alle noch. Das ist ja schrecklich.
Wach auf, Bestie! Was habt ihr getan? Dir das Leben gerettet, Bestie. Jetzt gehört es mir. Hey, sie force choked. Das ist aber nicht die feine Art. Auf die Knie. Warum macht ihr das? Warum lasst ihr mich nicht einfach sterben? Weil ich dich für die Jagd brauche, Bestie. Dein ganzes Leben lang bist du schon hinter dieser Beute her. Du bist für sie geschaffen wie kein Raubtier vor dir. Ihr wollt, dass ich die jeder Menschen jage und sie töte. Nein, das wirst du nicht tun. Du wirst den Verbannten kein Haar krümmen. Und falls du es doch tust, Bestie, werde ich dich brechen. Die Schreie deines primitiven Stammes und die Bilder des Blasters der Jägerin an deinem Schädel. Ich kann dafür sorgen, dass du bis ans Ende deiner Tage nichts anderes mehr hören und sehen wirst. Nicht einmal dein Wahnsinn wird dich retten, wenn du dem Verbannten Leid zufügst. Merk dir das! Töte mich! Ich ertrage keine zweite Lebensschuld! Töte mich oder ich werde euch vernichten! Ach, die Lebensschulden deines Volkes. Stets waren sie mit eurem Hass verflochten. Ich spürte ihn in dir. Eines kann ich dir versprechen, Bestie. Im Gegensatz zu der rothaarigen Jägerin werde ich niemals Gnade walten lassen, solange du mir treu dienst. Vor allem aber verspreche ich dir ein Ende deiner Schuld. Jage sie. Und töte sie. Wenn ihr Leben endet, endet auch deine Schuld bei mir. Der Schmerz wird verblassen. Ich konnte einige Wunden heilen, aber die anderen müssen bleiben. Du wirst den Schmerz auf deiner Reise brauchen. Er wird dir Kraft geben für die bevorstehende Jagd. Wo finde ich Mira? Ich werde dir sagen, wohin du gehen musst. Wenn du dort überlebst, wird sie zu dir kommen. Aber zuerst muss ich dich auf das vorbereiten, was dir bevorsteht. Irgendwie spielt sie immer noch gegen mich, oder? Wir haben Viskis ausgeschaltet, aber Goto hat ihn. Und das bedeutet kein Kopfgeld für mich. Sind wir vor allen Dingen schon mit diesem komischen Gast versteckt, ne? Und wo kommen wir hin zurück? Goto muss doch irgendwie zu erreichen sein. Das war's. Also das können wir nicht mehr tun. Wie kommen wir hin zurück? Ja, Goto muss man auch wieder erreichen können, oder nicht? Wir kämen nur zu Goto, wenn wir einen Jedi hätten. Aber da er deinen Freund hat, gibt es niemanden, den er noch haben will. Naja, warum fliegen wir nicht einfach in seinen tieferen Orbit und suchen sein Schiff? Ach, das ist jetzt bestimmt dieses komische Signal, von dem wir schon was gefunden haben, oder? Wie versteckt Goto sein Schiff? Er hat ein Tarngerät. Er arrangiert die Treffen auf seinem Schiff und bis dahin kann man ihn nicht finden. Vertrau mir, wenn jeder wüsste, wie man ihn aufspüren kann, dann wäre jeder Kopfgeldjäger und Verbrecher von Nar Shaddaa hinter ihm her. Na gut, es muss einen Weg gehen. Lass uns auf die Jagd gehen. Wenn du Gotos Yacht jagst, fliegt dein Frachter blind. Außer er wäre eines von Foggers Frachtschiffen, denn die schnappt sich Goto im Allgemeinen recht schnell. Aber das macht er doch nicht mit seiner Yacht, oder nicht? Was? Foggers hat? Goto ist schon eine Weile hinter Foggers Frachtern her. Darum hat Fogger seinen Trupp von Nell Hutter nach Nar Shaddaa geholt. Selbst bei all dem Verkehr auf Nar Shaddaa scheint Goto immer zu wissen, welche Schiffe Fogger gehören, und sein Schiff fängt sie ab. Das macht er natürlich persönlich. Woher weiß er das? Vielleicht kennt er ihre Transponder-Codes, aber niemand weiß, wie er an sie herangekommen ist. Denn sollte man sie vielleicht ändern? Wenn wir einen von Vogels Transporter kurz haben, würde er Gottes Schiff uns folgen. Ach, jetzt brauchen wir diese komische Transmittertafel, um die von der Eden Hawk zu ändern. Das nehme ich an. Du brauchst zuerst die Codes. Dann musst du deinem Schiff das richtige Transponder-Signal verpassen. Das Problem ist, dass Fogger das Droidenlager geschlossen hat, bis er rausfindet, wer die Codes weitergibt. Nur Droiden kommen dort rein. Oh. Neuer Droide von Vogger, 2000 Credits, sagt die Ratte. Bevor ich akzeptiere, muss ich Sie fragen, woher Sie diesen Droiden haben. Ich bin Champion, ich gewinne ein paar Sackparty. Verstehe. Dann dürfte es keine Probleme geben. Die Credits werden wie gewohnt auf Ihr Konto überwiesen. Gut. Hä? Piep, piep. Gern geschehen. Viel Glück mit deinem Plan, kleiner Droide. Jetzt wird gearbeitet. Melde dich bei C7E3. Er sagt dir, was zu tun ist. Jetzt wird gearbeitet. Ach, guck mal, hier ist B5D8. Achso.
Mir fällt übrigens gerade auf, dass dieser Druide hatte. Warum ist denn das Ding endlich. Das hat der nicht finde, der hat einen Minenlaser. Haben wir nicht noch was Besseres? Ich habe ja gerade Skrupel, ihn jetzt. Warum habe ich den Verstrecker eigentlich gerade wieder? Egal. Druiden, Idionenblaster, irgendwas? Achso, das sind die Dinger. Okay, gut, nehmen wir mal das. Druiden, Selbsterhaltungseinheit, Ring. Achso, das gibt Regeneration. Reparieren 4. Optisches Druideninterface, Computerkenntnisse, reparieren. Es gibt Geschicklichkeit. Druiden-Sperrenbewegung, Parabolsystem. Oh, komm, Parabolsystem. Druiden-Bewegungssensor. Bewusstsein plus 2. Bonustalent, Waffenfokus. Okay. Warte, das Druiden-Kriegsupdate gibt mir einfach mal alle? Warum ist dieser Druide eigentlich so unfassbar tief im Guten drinne? Also das Bonustalent, ich habe jetzt einfach das Ding komplett, oder was? Aber wenn ich das nicht drin habe, dann wahrscheinlich nicht, oder? Nee, dann nicht. Dann habe ich gar nichts davon. Dann hat er Kenntnisse Blaster und mit dem Kriegsupgrade. Das ist schon hart. Also wo habe ich das Ding denn gefunden? Das Kriegsupgrade, das kann ja einfach alles. Oh, ein Wartungsdruide, den kennen wir doch. Dieser Druide ist beschäftigt und ignoriert dich. Okay, hier ist C3 irgendwas. Den ignorieren wir eiskalt. Können wir noch was looten? Wir können looten. Oh, wir können noch nicht so richtig looten, aber... Ich würde gerne diese Metallkiste... Warum tanzt dieser komische Wartungsdruide da einfach nur? Das hier, hier ist C7 irgendwas. Aber ich kann nicht looten, das ist ja ärgerlich. Wer bist du? Bist du der Richtige? Ich hoffe, dass sie nicht von dieser unhöflichen C7-Einheit geschickt werden. Diese neueren Modelle haben einfach keine Manieren. Ich denke, er sollte ausgetauscht oder in die Wartungsabteilung versetzt werden. Aber ich kann meine Meister einfach nicht davon überzeugen. Vrididit? Oh, so weit würde ich nicht gehen, auch wenn es andere sagen. Die Bezeichnung eines Druiden ist weit mehr als eine Zahl. Die? Einige Druiden werden mit jeder Generation radikal verändert. Jeder Zahlensprung kann weitreichende Funktions- und Temperamentsänderungen zur Folge haben. Andererseits sind sie ja selbst ein neues Modell. Also kann ich nicht erwarten, dass sie verstehen, wie sich das anfühlt. Also, gibt es etwas, womit ich euch behilflich sein kann? Ich finde es nämlich schön, dass die Druiden von Gefühlen reden. Ich verstehe. Nun, dann wünsche ich einen guten Tag. Erstaunlich hilft diese Roboter. So, das ist C7D3. Tut mir leid, aber nur autorisierte Frachtdruiden haben Zugang zum Lagerhaus. Ich kann ihnen nicht erlauben, einzutreten. Die Ware ist zu empfindlich. Nein, eigentlich stehen sie nicht auf meiner Liste der Kodi-Neuerwerbungen. Wie sind sie hier hereingekommen? Ich verstehe. Tja, ich habe im Moment keine Verwendung für sie. Ich werde sie C6E3 zuteilen. Er braucht Hilfe. Seine Programmierung ist nämlich mehr als minderwertig. Überreden und lügen. Ach stimmt ja, das C3 kann ja lügen, ne? Wenn Sie diese Anweisung nicht befolgen, kann ich eine Speicherlöschung und die Neuprogrammierung Ihres Verhaltenskerns veranlassen. Gut, melden Sie sich jetzt bei C6E3. Sie werden ihm assistieren. Okay, ich nochmal zu. Ja, aber was ist los? Sollten Sie nicht langsam weiterarbeiten? Wenn Sie so weitermachen, liegen Sie morgen auf dem Schrottplatz. Aha. Also hätte ich jetzt vorher die anderen Upgrades mitnehmen sollen, dass ich mehr überzeugen kann, ne? Was will er jetzt hier? Oh, Sie sind zurück. Was kann ich für Sie tun? Diese C7-Einheit macht mich wahnsinnig. Ich mache hier doch nur meine Arbeit. Ich würde Ihnen gerne helfen, aber solange diese C7-Einheit vor der Tür sitzt, geht das nicht. Immerhin sorgen Sie dafür, dass man die verschiedenen Charaktere, die man sonst überall auf dem Schiff liegen hat, alle nutzen würde. Aber das fühlt sich gerade voll an wie Finale, ne? Wie durch die ganzen Charaktere durchgehen. Wenn die C7-Einheit deaktiviert würde, müsste ich gemäß meiner Programmierung ihre Aufgaben übernehmen. Ja, ich wäre bereit, Ihnen Zugang zum nächsten Raum zu gewähren. Dann schwärzen wir mal vorne an, würde ich sagen. Wir können doch lügen, oder nicht? Bitte geh in das Lagerhaus und nimm. Achso, ich habe bei C7 mehr, na gut. War das wieder? Dieser Druide ist beschäftigt, ignoriert dich. Ich kann doch Kisten looten, das ist ja schön. Warum kann ich das jetzt?
Naja, ist auch egal. Mehr zu diesen unfassbar praktischen, tollen Rätseln hier beim nächsten Mal. Ach, jetzt kann ich die Dinger. Exchange All Track Gürtel. Okay, die Dinger scheinen doch irgendwie recht häufig zu droppen, so wie es aussieht. Druiden, Neuralis, Kremler und Druiden-Sperrumgebung. Okay. Ja, mehr dazu beim nächsten Mal.